Thank you.
Good evening and welcome to tonight's episode of Live at Mohurst. It's time to sit back and relax with the Anselm Griech Trio. Thank you.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Live at Mochers Volume 49. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein mit meinem Trio, mit dem Anselm Krisch Trio. Und ich habe zwei großartige Kollegen an meiner Seite, mit denen es sehr viel Spaß macht, diese Musik zu spielen. Und die stelle ich jetzt auch vor. Am Bass Andrei Tatarinets. Und heute leider in einem Nebenraum, aber es funktioniert auch so einigermaßen durch die Glasscheibe. Und wir haben hier auch unsere Mickey-Maus-Ohren auf. Am Schlagzeug Ferenc Mehl. Hallo. Hey. Ja, wir orientieren uns ja so ein bisschen vom Sound her an einigen großen amerikanischen Jazz-Piano-Trios. Und ein Name spielt hier eine etwas besondere Rolle, und zwar Monty Alexander. Er hat mich einfach stark beeinflusst und sehr geprägt. Ich kenne ihn schon sehr, sehr lang. Ich habe ihn schon als kleines Kind seine Alben rauf und runter gehört und gesammelt. Und daher sind auch einige seiner Stücke in unserem Repertoire wiederzufinden. Ja, und so auch das erste, was wir gerade gespielt haben. Also es war kein Stück von ihm, aber ein Arrangement vom Monty Alexander Trio. Das Stück hieß Mojo. Und als nächstes spielen wir eine Eigenkomposition von mir mit dem Titel Happy. Und ja, bei Happy denken vielleicht viele an den Song von Pharrell Williams. Aber ja, der ist jetzt auch schon ziemlich alt, ne? Ich glaube von 2013 oder so. Also, aber mein Stück ist noch älter. Also ich bin auf jeden Fall vor ihm auf den Titel gekommen. Es ist von 2010, glaube ich, damals noch in Leipzig geschrieben. Und ja, es ist zwar nicht ganz so bekannt wie das andere Stück, aber es ist doch immer wieder, wird immer wieder gern gehört und gern gespielt von meiner Band. Und es war jetzt ein kleines Helge Schneider-Zitat. Ja, auch von anderen Bands. Also wenn ich das Stück mal irgendwo mitbringe, da sind die immer ganz dabei und ja, was einfach gute Laune macht und sind immer alle eigentlich ganz happy damit. Ja.
Ja, das war Happy von mir, ein Stück von mir. Und bevor wir weitermachen, ein kleiner Hinweis. Wenn Sie heute live eingeschaltet sind, dann haben Sie die Möglichkeit, in den Chat, in den Live-Chat was reinzuschreiben. Darüber würden wir uns sehr freuen. Wir schauen auch nachher mal rein oder André macht das nachher. Und damit wir so ein bisschen wissen, wie die Stimmung so draußen bei euch ist. Und ja, jetzt kommen wir zu einem wunderschönen Stück von Richard Evans mit dem Titel Bossa Nova do Marilla. Thank you.
So, ich glaube, jetzt ist die Reihe an mir, das nächste Stück vorzustellen. Hallo von mir auch. Und zwar darf ich das nächste Stück ansagen. Das ist ein alter amerikanischer Folksong. Der heißt Billy Boy und ist bekannt geworden in einem Arrangement von Ahmad Jamal, den wir alle sehr schätzen. Und Bekanntheit hat es dadurch erlangt, dass es auf der Miles Davis Aufnahme war, Milestones. Und da spielt die Rhythmusgruppe, das Trio von Miles Davis, spielt einen Song alleine auf der CD Milestones und das ist eben Billy Boy. Und den Song wollen wir jetzt spielen. Genau, viel Spaß. Thank you.
what you see and hear. Show some love and we won't disappear. Donate. 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 Yes, that's right. Go to the link below. Now let's get back to the show. Thank you.
Ja, das war Work Song, ein doch bekannteres Stück von Ned Adderley, aber das Arrangement stammt von Monty Alexander, beziehungsweise ich habe gestern erfahren, dass es wahrscheinlich von John Clayton, vom Bassisten des Monty Alexander Trios stammt. Könnte ich mir auch gut vorstellen, weil auch John Clayton ist ein hervorragender Arrangeur. Ja, das ist auf der Scheibe Montreux Alexander drauf. Die Platte kenne ich wirklich schon irrsinnig lang. Die habe ich schon als kleines Kind immer rauf und runter gehört und absolut zu empfehlen. Und da ist eben auch dieses Stück drauf. Ja, weiter geht's mit einer Nummer von, jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, eigentlich, wir gucken mal in den Chat rein, oder? Können wir gerne machen, ja. Guck doch mal in den Chat rein, André. Oh wow, da gibt es aber einige, die uns zuhören und zugucken. Macht Freude, euch zu hören und zu sehen. Schreibt Dizzy Krisch. Ah, okay. Hallo Dizzy. Hallo. Da schreiben also einige, super eure fetzige Sound. Auch Grüße an Bärbel. Und auch ganz liebe Grüße von meiner Tochter. Aha, und meine Frau. Hallo Papa, schreiben die. Das finde ich gut. Swingt wie verrückt, Brau. Tolles Trio. Könnt ihr mal erraten, von wem das ist? Vom Dizzy wieder. Ah, okay. Also man sieht, die Leute haben Spaß. Wir haben auch Spaß. Vielen Dank. Bleibt dran. Ja, cool. Ja, freut uns sehr. Wir spielen natürlich gerne weiter. Und zwar ist das nächste Stück wieder von mir. Und es trägt den Titel Windstill. Also es ist schon so ein bisschen im Titel vorweggenommen, das ist eher eine ruhigere Nummer. Brauchen wir jetzt vielleicht auch ein bisschen mal runterzukommen. Gibt auch eine kleine Geschichte dazu. Das Stück habe ich auch vor einiger Zeit geschrieben, als ich noch Zeit hatte. Inzwischen habe ich auch kleine Kinder und ja, da kommt man nicht mehr zu so vielen Hobbys. Auf jeden Fall, damals habe ich einen Trickdrachen von guten Freunden zum Geburtstag geschenkt bekommen. Das ist sozusagen ein erweiterter Lenkdrachen, also mit dem man nicht nur normale Loopings machen kann, sondern eben auch noch um die andere Achse den Drachen drehen kann. Also man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie das physikalisch gehen soll, aber es geht tatsächlich und erfordert aber auch sehr viel Übung. Und ich war dann natürlich ganz scharf drauf, das auszuchecken und bin halt bei jeder Gelegenheit immer aufs Feld bei uns vor der Tür gerannt, auch wenn es eher nur ein laues Lüftchen gab. Und meistens muss ich dann feststellen, oh ja, es ist tatsächlich nur ein laues Lüftchen und bin dann unverrichteter Dinge wieder nach Hause gegangen. Und was macht man dann stattdessen? Man schreibt zum Beispiel ein Stück wie Windstill. Thank you.
Ja, das war Windstill von mir, ein Stück von mir. Und weiter geht's mit einem, jetzt kommen wir so ein bisschen in den Fusion-Bereich. Das nächste Stück ist von Jeff Lorber. Kenner werden ihn kennen. Ich kenne ihn erst seit circa 10 Jahren. Also noch nicht allzu lang, aber ich bin natürlich, war eigentlich Fan der ersten Stunde. Und das Stück, was wir spielen, was wir rausgesucht haben für das Trio, heißt Horace. Und Jeff Lorber hat es für Horace Silver geschrieben oder zumindest nach ihm benannt. Thank you.
Ja, das war Horace von Jeff Lorber. Und wir kommen schon leider so langsam zum Ende der heutigen Show. Das war Live at Mochers Volume 49. Uns hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Vielen Dank fürs Einschalten. Und ja, herzlichen Dank auch an Patrick Zombert, der uns hier ins Studio eingeladen hat, der verantwortlich ist für alles eigentlich. Also für die Reihe, für die Technik, für den Sound, für die Kameras, fürs Licht und auch für die nette Betreuung. Wir haben auch gestern schon hier proben dürfen, haben ein bisschen uns eingerichtet, ein bisschen Soundcheck gemacht und Bier getrunken. Nee, Bier trinken machen wir erst heute vielleicht. und ja, vielen Dank auf jeden Fall. Und ich stelle noch mal meine zwei Mitmusiker vor. Am Bass André Tatarinetz und am Schlagzeug Ferenc Mehl. Ich bin auch derjenige, der auf die nächste Woche hinweisen darf. Und zwar ist es jetzt Live at Mochers Volume 49. Und nächste Woche gibt es ein kleines Jubiläum, das 50. Ausgabe. Ich hoffe, ihr schaltet alle wieder ein und unterstützt den Patrick Tombert und die Rossini Studios mit Live at Mochers Volume 50, dann mit Nicole Metzger und Wesley G. Und die beiden spielen ein Tribute to Ella Fitzgerald und Joe Pass. Ja, also nochmal herzlichen Dank fürs Einschalten. Vergesst bitte auch nicht, es gibt die Möglichkeit, eine kleine Spende hier zu lassen. Damit unterstützt ihr uns Musiker, aber auch im Allgemeinen die Reihe. Und ja, wir sagen Tschüss und verabschieden uns mit einem Stück noch. Und das ist wieder eine Komposition von mir. Und es heißt Aber wann?
Dear Jazz Lovers, that was our show for tonight. Thanks for joining us, and we hope to see you again next time. So long, farewell, auf Wiedersehen, and goodbye. Love, Monica.